So, herzlich willkommen zu diesem fantastischen Kaizo-Tag. Hallo. Ich sehe im Chat schon einigen Hype. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, 6 Stunden lang Kaizo mit drei verschiedenen Matches. Starten wir jetzt sofort, ja, vielleicht sogar das Highlight von heute schon, worauf sich auch viele gefreut haben: NecroSky 90 gegen Sakaya. Nicht zu vergessen, wir zwei sind, mein Name ist Shelbert und Ich bin mein, Tamio. dass wir uns auch mal vorgestellt haben. Sollte man vielleicht dazu erwähnen, ja. Und natürlich, schon richtig gesagt, Gruppe C, zwei ganz, ganz große Spieler heute am Start. Ja, Kami, was sagst du zu den zwei? Ich finde es super schwer zu sagen. Du hast ja bereits gegen Sakaya gespielt und gewonnen. Ich habe, glaube ich, in meiner Liste Sakaya auf jeden Fall als einen der großen Favoriten des Turniers sogar. Das heißt, das war für mich schon eine, ich sag mal, kleine Überraschung, wobei man das bei eurem Spiel ja echt nicht sagen konnte. Und ich glaube, jetzt bei NecroSky wird das sehr ähnlich. Die PB liegt, glaube ich, eine Minute auseinander. Das ist, glaube ich, in einem Rennszenario nicht viel. Das kann sich da jederzeit ändern. Deswegen bin ich da äußerst gespannt. Ich absolut. Und das Spiel startet auch gleich in 5 Sekunden. Also ich habe es gestern schon im Interview gesagt, ich persönlich halte von NecroSky richtig viel als Speedrunner. Und ich traue ihm auch jederzeit eine PB zu. Und gestern muss ich auch sagen, im ersten Rennen war Sakaya noch ein bisschen rostig. Schauen wir mal, ob er das abgelegt hat bis heute. Richtig, ich finde auch ganz interessant, NecroSky hat heute sein erstes Race. Sakaya, wie du schon gesagt hast, ist bereits einmal gerannt. Vielleicht tut das auch ein bisschen was mit der Nervosität. Vielleicht ist da NecroSky noch ein bisschen befangener, was jetzt sein erstes Rennen angeht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und NecroSky startet und natürlich Sakaya genauso. Sehr schön. Die erste Welt finde ich immer ist bis hin zum Kaizo-Level eigentlich nicht sonderlich schwer und da tun Tode ganz am Anfang schon mal sehr weh und können das Selbstbewusstsein gleich mal richtig schädigen. Gerade im Boom, und da ersten sehen wir gleich Level, den ersten Tod. wie wir es direkt schon sehen. Aber das erste Level, ich glaube, das sagen wir aber auch bei fast jedem Match, das ist absolut notorisch dafür. Man ist noch nervös. Es ist absolut nicht das einfachste Level. Meiner Meinung nach wahrscheinlich das schwerste der ersten Welt sogar, wenn man es wirklich schnell machen möchte. Ja, ich glaube, da kann man sehr froh sein, wenn man das Deathless schafft beim ersten Versuch. So wie Sakaya jetzt. So wie Sakaya jetzt, genau. Glück für NecroSky natürlich. Es war ein sehr kurzer Tod, daher jetzt nicht so viel Rückstand. Um die 7, 8 Sekunden. Und das Gute an frühen Toten ist, dass man natürlich noch von hinten den Gegner einholen kann. Ja, ich glaube, dieser kleine Tod, das waren ja wirklich nur ein paar Sekunden. Da ist noch komplett alles offen. Das sagt erstmal noch gar nichts aus. Ja, wie siehst du NecroSky für das Turnier? Siehst du ihn auch so hoch wie ich? Ich glaube ja, ich glaube, dass er wirklich sehr, sehr viel reißen kann. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ihr habt wirklich eine undankbare Gruppe, muss man sagen. Die Gruppe C ist schon, ich glaube, das Wort Todesgruppe ist gefallen. Und ja, da würde ich absolut zustimmen. Beide gehen hier auf die sichere Methode. Warten, bis der Chuck seinen Football weggeschossen hat, um nicht einen unglücklichen Tod zu sterben. Glaube ich, gerade im ersten Rennen wahrscheinlich sehr, sehr vernünftig. So ganz kleine Zeitverluste machen, glaube ich, Sinn, die mitzunehmen, Ja. wenn man dafür einen Tod vermeiden kann. Da kann ich grundsätzlich natürlich nur zustimmen, auch wenn ich das selber nicht mache. Ja, das stimmt. Wenn man dann auf einmal da drin ist, dann will man doch vielleicht nicht von seiner gelernten Strategie abweichen, die man doch jedes Mal verwendet.
Ja, und ich sehe einfach die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit drin, dass ich doch gut weiterkomme. Ja, du stehst, glaube ich, mit 2 Siegen da jetzt gerade sehr gut da, auf jeden Fall. Während beide locker durch Baby Beach durchkommen. Ja. Auch ein glücklicherweise recht simples Level. Und jetzt das erste Geisterhaus. Das erste Geisterhaus kann immer wieder mal zu ein paar kleinen Problemen führen. Die Treppe am Anfang ist schwieriger zu treffen als erwartet, also als man denkt, wenn man es von außen ansieht. Und natürlich auch die beiden Pipes und der Fishing Boot. Das hat ein paar Hindernisse, die gar nicht so zu unterschätzen sind. Hat, glaube ich, auch in einem Turnier schon den einen oder anderen erwischt. Also auch der Fishing Boot am Ende. Oh, oh! Oh no! Da ist die Abhält. Bitter Necrosky. Er hat sogar noch versucht, ein zweites Mal reinzukommen, was ich persönlich super schwer finde und glaube ich noch nie geschafft habe in meinem Leben. Aber beide Versuche gescheitert. Sehr, sehr ärgerlich. Sakaya geht durch mit seiner etwas eigenen Strat für den Fishing Boo. Und Necro, jetzt habe ich es gerade nicht gesehen, ist schon wieder gestorben. Mister, jetzt natürlich schon ein gewisser Abstand zwischen den beiden. Ich habe das Gefühl, die Nerven haben Necrosky gerade ein bisschen im Griff. Und oh Gott. Ja, und genauso wie auch beim ersten Versuch. Zweimal zwar auf den Eerie gekommen, aber beides Mal nicht in die Pipe gekommen. Obwohl es wirklich sehr, sehr zentral aussah. Ich finde diese Uppipes auch manchmal ein bisschen verflucht. Manchmal hat man das Gefühl, man ist komplett mittig, aber es will dann einfach nicht funktionieren. Ah, das tut mental gerade am Anfang vom ersten Rennen richtig, richtig weh. Jetzt kommt er endlich rein, während Sakaya kurzen Prozess mit dem Rope-Level macht. Ja, und Necrosky muss natürlich bewusst sein, er weiß natürlich, gegen wen er spielt und ja. Dass er sich da eigentlich nicht viel erlauben darf. Absolut, das war gestern bei meinem Rennen ununterbrochen mein Gedanke, ich bloß keine Fehler machen, weil ich weiß, gegen wen ich spiele. Ich spiele gegen den Nummer 4 der Welt, zumindest offiziell. Und da kann jeder Fehler verheerend sein. Wie man dann im zweiten Rennen bei uns beiden eigentlich im Endeffekt gesehen hat. Aber jetzt ja, ist Sakaya schon mal mit einer guten Führung. Definitiv, ja. Und das muss Necrosky eigentlich auch wissen. Das könnte natürlich zum Problem führen. Er wird sich jetzt wahrscheinlich denken, dass er volles Risiko gehen muss. Könnte ich mir vorstellen. Das ist natürlich die Gefahr. Funktionieren kann, aber auch ganz schön nach hinten losgehen kann. Ja, absolut. Also ich sehe sogar Möglichkeiten, dass ein Necrosky mit allen Speedreads, wenn sie Sakaya nicht macht, sogar relativ nahe hinkommt, ohne dass beide jemals sterben würden. Denn diese Speedreads machen im Endeffekt, auch wenn sie dann pro Level immer bloß 2-3 Sekunden ausmachen, aber die summieren sich, vor allem bei so vielen Leveln. Und dann ist es schon wichtig, dass man zumindest ein paar wichtige dann auch mitmacht. Wie man gestern gesehen hat. Also wir hatten schon 2 Rennen, die beide unter 10 Sekunden Unterschied waren. Da kommt es dann am Ende doch ein bisschen auf auch die einzelnen Level drauf an. Und nicht nur auf die Tode. Ja, absolut. Einmal die Speedstrats, die verwendet werden und natürlich auch, an welcher Stelle man vielleicht gestorben ist im Level. Ja, absolut, natürlich. Also gerade so sehr, sehr kostspielige Tode, vielleicht am Ende von Plattform-Hopping oder ähnliches, sollte man da tunlichst vermeiden, jetzt an Necrosky's Stelle. Ja. Sakaya wieder keine Probleme, auch im Kaiser-Level. Nee, der läuft hier momentan bisher absolut solide durch. Also da merkt man nichts von Nervosität oder irgendwas anderem. Ich glaube, es gab erst einen Run oder 2, die im ersten Welt bisher deathless waren. Können auf jeden Fall nicht viele sein. Bei einem bin ich mir sicher, weil das war ich selber. Ah, okay. ich bin ich bei Voxic bin ich mir gerade nicht sicher, ob er im zweiten Rennen nicht lange so. Oh, das glaube ich, der Chellwork mal eben aus dem Sprachchat geflogen, aber ich glaube, er ist schon wieder da. So, nein, das war glaube ich ein Problem von mir. Ja, du bist aber wieder da. Ja.
Und? So, ja, genau. Erste Welt Deathless. Voxic, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich bin leider erst später zum Rennen dazugestoßen, aber bei seiner Zeit könnte ich mir das gut vorstellen in seinem ersten Run. Ja. Voxic kommt jetzt. Das ist unglaublich. Und ich glaube 27-10 oder was er da hatte. Sakaya mit der ganz ein paar Zehntelsekunden langsameren Strat bei den Coopers. Aber natürlich, und Nekroskai auf der Säge. Ärgerlich. Und da macht also auch immer wieder Probleme, die Säge. Gleich noch mal hinterher. Also jetzt sage ich persönlich, dass das sind die Nerven. Ich würde es auch sagen. Also ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall schon mehr Tode sind und ein Lauf ist, der langsamer ist, als sein Durchschnitt es normalerweise zulassen würde. Ja, und vor allem auch sein Können. Wie ja, jetzt ganz genau. Das ist natürlich die RNG-Manipulation. Also ein dass man auf beim Ritt auf einer Säge stirbt, ist für so einen erfahrenen Runner wie Necro mittlerweile ist, eigentlich ein Unding. Also es passiert eigentlich nicht mehr. Eigentlich schon, ja. Na, hast recht. Aber gut, wir wollen hier das Rennen auf jeden Fall noch nicht totreden. Wir haben schon oft genug jetzt im Turnier in den letzten Races gesehen, was so ein kleiner Deathloop oder auch generell, was noch so alles im Run passieren kann. Aber bisher ist natürlich Sakaya Weltklasse. Absolut solide. Ich glaube also, immer noch kein Tod, wenn ich das kein Tod, nein. Deathless. Oh, und starker Save. Da hat er aber im Flug gesehen, dass er es nicht auf den dritten schafft und hat sich umentschieden. Brutal starker Save. Boah, da zu reagieren ist unfassbar schwer. Den Speed zu erkennen. Wow. Ja, ein ganz großes Kino. Schauen wir uns, ich sag's dir gleich, ich jinxe alles. Und? Ja. Oh nein, da kommt schon mit. Ja, vielleicht ging es diesmal an mich. Ja. Oh nein. Ich habe mir gleich meine Kopfhörer ausgestöpselt, weil ich nach hinten geflogen bin bei diesem Tod. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Aber ich natürlich glaube, da hing es mal grundsätzlich gerade. Zumindest war ich auch kurz weg. Aber ganz bitter. Der Feuerball ist auch RNG-lastig. Das ist eine Frame-Rule. Nachdem das Spiel nur alle 2 Frames checkt, ob der Feuerball irgendwas trifft, kann es sein, dass genau dieser eine Frame der eine zu lang ist. Ja, ja, ja. Bevor der Cooper stirbt. Laut Voxic sind es 4 Frames. Es wären sogar noch mal ein bisschen mehr. Grundsätzlich aber auch eine Stelle, die mir immer ein bisschen Sorgen macht, sobald ich dorthin rutsche, weil ich auch immer die Sorge habe, oh nein, hoffentlich funktioniert es oder hoffentlich lasse ich nicht zu früh unten los und lande vielleicht sogar noch in Mancha. Knapper als man denkt, die Stelle auf jeden Fall. Ja. Oh, Nekrosky kommt da auch gerade so rüber. Voxic wird jetzt natürlich ein kleines Seufzen der Erleichterung loslassen, dem jetzt sein Weltrekord wahrscheinlich nicht mehr in Gefahr ist. Ja, nichtsdestotrotz, also die Zeit könnte immer noch unglaublich gut werden. Ah, Necro. Und ich sag mal, mit einem Tod ist man immer noch auf einer sehr, sehr guten Pace. Na, absolut. Da ist man immer noch im Top-Bereich. Voxic hatte sogar 2 Tode, aber er ist auf mehr Speedstrats gegangen in seinem Weltrekord. Und in so einem Rennsetting erwarte ich immer ein bisschen sichere Taktiken. Ja, und vor allem auch ein paar sichere Sprünge, dass man vielleicht ein bisschen länger den Sprungknopf hält und da auch ein bisschen langsamer fällt. Und das sind immer ein paar Zehntelsekunden, die man dann pro Level verliert. Ja, und wie du schon sagtest, bei 31 Leveln, das summiert sich am Ende. Das sind viele, viele Sekunden tatsächlich, die man am Ende dazu kriegt, auch wenn es im einzelnen Level vielleicht nur ein Zehntel ist. Es ist ja auch sogar so, dass in einem
dass der Eintritt in ein Level von der Overworld aus bei 30 Leveln, wie es hier ist, gut 3,5 Sekunden ausmachen kann, wenn man immer Frame perfekt reingehen würde. Da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen den Eingang in die Level trainieren. Ja, einfach nur ganz schnell auf die Knöpfe drücken. Aber klar, alles Sachen, die da was auch ausmachen. Hier relativ schön gerade bei Sakaya gesehen. Ich glaube, das war sogar intended, dass er vor dem letzten Spiny, also bevor er dort hochgesprungen ist, kurz gewartet hat. Weil er damit den Feuerball oben, ich will seinen Namen entfallen, später spawnt. Die Sonne. Denn wenn man sehr, sehr schnell ist in dieser zweiten Hälfte, kann es verdammt knapp werden mit der Sonne oben. Die wichtigste Frage hier, ist das ein österreichischer Dialekt? Nein, das ist ein bayerischer Dialekt mit vielleicht ein bisschen österreichisch eingestreut, nachdem ich persönlich in Österreich lebe. Ich finde aber schon, dass eine wichtige Frage lag. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf meine bayerische Herkunft. Daher muss ich das auch so berichtigen. Oh, unser Kai mit dem Tod beim Boss. Mal gucken, wie er jetzt das reagieren kann. Das ist natürlich ganz betrunken, ich muss weiter hinterher. Und ab jetzt wird es natürlich super schwierig. Sobald man hier kein bekanntes Pattern mehr hat und einfach nur reagieren muss, kann das unglaublich viele Sekunden Zeit kosten, wenn man hier Pech hat. Ja, auch den und die Frage ist, geht das jetzt in Sakaya seinen Kopf rein? Denkt er sich, oh Mist, jetzt bin ich ein paar Mal gestorben? Was kommt gleich die Nervosität durch? Ich glaube, er hat es noch schnell genug hingekriegt. Ich glaube, zweimal ist er jetzt gestorben und hatte dann doch eine ganz gute Reihenfolge, sage ich mal. Necro ganz eng. War das sicher noch eine Sekunde? Das könnte ein Zeichen sein dafür, dass er merkt, okay, er ist hinten, er braucht jede Sekunde, die er irgendwo sparen kann. Könnte ich mir vorstellen. Und natürlich, wer weiß, vielleicht funktioniert es. Oh, Sakaya steht beim normalen ersten Shelljump. Der bereitet sehr, sehr vielen Leuten in diesem Turnier Probleme, habe ich das Gefühl. Und auch dieser Rektor. Ich glaube, Sakaya wird nervös. Ich habe da... Und gleich nochmal. Oh, das ist das. Zwei Level ist das ein Deathloop? Tode? Oh, und gerade in so einem Level, gerade in diesem Level, das macht es nicht einfacher. Sobald man anfängt, ein bisschen nervös zu werden, so viele Shelljumps hintereinander dann machen zu müssen. Okay, jetzt. Necro geht da durchs Level und ist, glaube ich, jetzt nur noch ein Level hinten. Ja, ziemlich genau. Ja, es ist ziemlich genau. Da hat er auf jeden Fall einiges am Boden jetzt wieder gut gemacht. Jetzt wird es natürlich interessant zu sehen, wie Sakaya sich in den nächsten Leveln verhält. Denn jetzt kommen natürlich auch ein paar, die nicht gerade einfach sind. Vor allem Welt 3 kann immer zu Schwierigkeiten führen. Ja. Das Slopes-Level, das Geisterhaus, Disco-Shell, da gibt es einige Level, wo man schnell mal zwei, dreimal hintereinander sterben kann. Wenn man nur ein bisschen den Fokus verliert. Aber Sakaya wirkt unbeeindruckt von seinen Toten und geht einfach locker durch. Ganz locker. Damit sollte er jetzt auf jeden Fall auch wieder seine Fassung zurückgewonnen haben. So wird es mir, glaube ich, zumindest gehen. Mir nicht. Ich ärgere mich noch 10 Level später über das eine. Ja. Und gut. Geht natürlich auch. Aber Necro gibt sich keine Blöße. Immer noch bleibt dran. Ein Level. Wobei, das ist ein bisschen mehr als ein Level. Ich glaube, er ist auch über den Shells gestorben einmal. Bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber bei den Oh! Bitterer Tod. Den Regrap verpasst. Der ist mir gestern auch passiert. Das ist ein ganz bitterer Tod, über den man sich sehr viel ärgert. Ist allerdings auch in den Slopes sowohl die beiden Koopas als auch die Spinies, die jetzt kommen. Man braucht sehr, sehr gute Regrabs auf jeden Fall.
Sakaya mit der Speed Stretch im Geisterhaus kommt durch. Ja, der zweite Teil des Geisterhaus sollte weniger das Problem sein. Manchmal ist das Timing ein bisschen fies, gerade mit der Röhre, aber... Ja. Oh, da muss oder man zurück. Greift den Block nicht. Oh. Und jetzt sind wir ganz, ganz nah beieinander. Und gleich noch zu gut geregrabt. Und gerade noch davon gesprochen. Da beschwert sich normalerweise jeder Kaiserspieler, dass er einfach zu gut für das Spiel ist. Ja. Und jetzt beide im selben Level. Natürlich noch ein bisschen Unterschied. Und das Geisterhaus ist nicht das schnellste. Aber es ist weiterhin sehr, sehr knapp. Also gerade mit Sachen, die jetzt noch kommen wie Chuck Garden oder auch Switch Technology, das Schloss. Ja. Necro geht hier auf die sichere Methode. Will sich die Speedstrat nicht gönnen. Und Sakaya läuft in den Chuck rein. Du musst springen, Junge. Viele, viele unnötige Tode jetzt bei Sakaya. Und das, nachdem die ersten beiden Welten eigentlich so unglaublich gut waren. Ja. Es fing mit dem Boss in der zweiten Welt an. Ja, er war lange deathless. Und jetzt die dritte Welt, noch absolut nicht sein Freund. Während Necro eigentlich im... Und genau, Firox, wo ich es gerade im Chat sehe. Ja, nach diesem Race, es gibt natürlich noch ein zweites zwischen Necrosky und Sakaya erstmal und danach finden noch zwei weitere statt. Ich denke mal, da werden wir aber zwischen den beiden Races mit Sicherheit einmal kurz drauf eingehen. Und geht auch durch Chuck-Level durch, während Sakaya im Yoshi... Es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend. Yoshi-Level bisher problemlos durchgeht. Und auch den Checkpoint. Locker erreicht. Jetzt kommt es eigentlich nur noch am Ende auf den Flug an mit Yoshi. Erwischt er die Shell mit der Zunge und fliegt er ordentlich mit Yoshi unter dem Level durch. Da habe ich mir tatsächlich... Da ist der Flug, ja. Das war sehr, sehr schnell von Sakaya. Ja. Ich habe mir da wirklich angewöhnt, sehr vorsichtig und auch gerne mal ein bisschen zu hoch zu fliegen. Lieber die ein oder zwei Sekunden dort einsparen, anstatt zu riskieren, dass man am unteren Bildschirmrand vielleicht stirbt. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. So, und das ist geschehen Level. Necro kommt auch im Yoshi-Level bisher problemlos durch. Jetzt auch für ihn. Die Shell ist geschnappt. Und Yoshi wird mitgenommen. Save the animals. Finde ich jetzt nicht gut, mache ich aber auch. Für das dritte Rennen kommt immer auf die Zeit an, soweit ich das weiß. Wenn danach keine Probleme wir stehen mit der Zeit, dann kann man das dritte Rennen gleich drin anhängen. Aber ja, das werden sich die zwei Runner selbst ausmachen. Genau, das denke ich auch. So, Necrosky locker flockig durch Disco Shell. Bleibt Sakaya auf den Fersen. Der Boss sollte im Normalfall kein Problem darstellen. Tut es auch nicht. Wenn es ein bisschen wackelig ausgesehen hat beim letzten Sprung. Tja, seit Mitte der dritten Welt jetzt beide im Gleichmarsch. Ja, keine großartigen Fehler mehr zu sehen. Immer noch genau dieses eine Landunterschied ungefähr. Wobei es gefühlt knapper wird. Also Necrosky, es ist nur der Boss, der jetzt dazwischen lag. Ja. Necro wirkt mir auch in seiner Ausführung leicht schneller,
Jetzt auch beim Boss sind wir sehr früh schon. Oh, unser Kaya wirft die Shell weg. Kaya, ganz bitterer Fehler. Ich habe ja schon oft gesehen, dass man aus Versehen die Shell nach oben wirft, anstatt zur Seite. Aber so rum, das ist, sieht man selten eigentlich. Ist auch mir gestern passiert. Oh. Da guckt man einmal ein Match nicht. So, und Sakaias despawnt auch den Maulwurf nicht. Und jetzt sind wir wirklich sehr, sehr eng wieder zusammen. Also Mikroskai macht im Momentan Checkpoint einfach alles richtig. Die ein oder andere kleine, klitzekleine Safe Spread, dafür keine Fehler mehr. Und Level für Level macht der Boden gut aus Sakaya. Sakaya durch im Maul-Level und Necro sollte jetzt auch jeden Moment beim Checkpoint sein. Und Yash macht die, es muss immer so spannend sein. So wünschen wir uns das. Das wollen wir ja, dass es das so spannend ist. Sonst hätten wir ja nicht unsere, könnten wir unsere 56 Zuschauer nicht begeistern. Necro kommt durch, Sakaya jetzt in der Unhealthy Cola. Hier ist der Tod. Hier drin ist wahrscheinlich der bitterste und wenn nicht vielleicht sogar einer der teuersten von der Zeit her gesehen. Ja, absolut. Bitter mental vor allem, weil das Level in keinster Weise schwer ist. Man muss eigentlich nur warten und zwei, drei Plattformen besteigen. Und ich finde auch noch, dadurch, dass es doch vom Gameplay relativ langsam ist, dieses Level, bringt einen das arg raus, wenn man das dann auch noch zweimal oder vielleicht sogar dreimal hintereinander spielen muss. Man kommt total aus dem Flow. Ja, das. Der größte Faktor hier ist wahrscheinlich die Langeweile, warum man stirbt. So, jetzt mal gucken. Ja, Necro kommt auch durch die... Es bleibt weiter spannend. Mal gucken, ob Sakaya sich irgendwo noch einen kleinen Bock leistet, dass Necro da noch ein bisschen gut machen kann. Denn ich glaube, ohne einen weiteren Tod von Sakaya kann Necro Sky das auch mit den schnellsten Taktiken nicht mehr aufholen. Nein, da kommt er nicht mehr durch. Da gibt es jetzt zu wenig Speedstrats in den letzten Leveln, dass man da noch groß was aufholen könnte. Aber vor allem im Schloss hinten raus gibt es viele Möglichkeiten, wie man stirbt. Und jetzt auch dieser Sprung. Ja, gut gemacht von Sakaya. Oh ja, wir haben gerade gestern auch ein fantastisches Resonor-Match gesehen. Oh ja. Wo beide Runner ungefähr 5 oder 6 Mal am Resonor gestorben sind und sie gleichzeitig dort angefangen haben. Das war einfach ein unfassbar spannendes Ende. Gary und die Axis haben mir fast einen Herzinfarkt gebracht. Oh nein! Genau die Stelle! Das ist die eine Stelle in dem Level, die schwierig ist. Und das ist natürlich bitter. Necro hat so gut Zeit gut gemacht. Jetzt ist natürlich wieder Sakayas Chance, das Polster ein bisschen auszubauen. Und vielleicht bei den wenigen Leveln, die wir noch haben, auch bis zum Ende dann zu halten. Und paradoxerweise ist Sakaya jetzt gerade in no time to breathe, obwohl ihm Necrosky genau die Atemluft gibt. Jetzt durchschnaufen. Und jetzt ist es nur noch Sakayas Rennen zu verlieren. Ja. Necro ist klar hinten. Er hat das definitiv selber in der Hand jetzt. Und beide immer noch auf einer sehr, sehr guten Pace. Habe ich auch genau in dem Moment gerade mal hingeguckt auf den Timer und ja, beide haben wirklich eine Top-Zeit aktuell. Oh, was macht der Sakaya? Dann nimmt er aus Versehen den P-Switch mit und schmeißt ihn dann in den Abgrund. Aber ja, Shelljump. Oh, er sprengt in den Matsch rein! Sakaya, was machst du denn? Oh, jetzt will er es aber wirklich nochmal spannend machen. No time to breathe. Ihr gebt euch selber so viel Luft. Und wieder der Shelljump. Shelljumps sind nicht... Und jetzt sind sie gleich auf. Wir komplett gleich auf. Das ist unfassbar. Wie können denn alle Rennen so unglaublich spannend sein? Hört mir doch auf, Freunde. Das ist hier gerade synchron. Synchron, Kaiser. Unglaublich. Das ist komplett synchron, Kaiser. Das gibt's ja nicht. Gibt's von mir 10 Punkte für diese Synchronität? Unglaublich, sowas haben wir hier noch gar nicht gesehen in dem Turnier. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein synchrones Level. Ach, hört mir auf. Oh, Sakaya hat einen Tippschein. Oh, das war ja perfekt. Unglaublich. Und das Sakaya. Genau, das Geld. Und warum übertragen die denn zweimal den gleichen Stream?
Jetzt geht es wirklich darum, wer behält die Nerven, wer kann ja. das jetzt bis zum Ende durchziehen. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, wenn die beiden Runner innerhalb von 2 Sekunden ins Ziel kommen, gilt das als unentschieden. Also so wie es jetzt aussieht, hätten wir ein Unentschieden. Das wäre auch, das wäre das erste in dem Turnier. Aber unglaublich schon, dass das dritte Match das so unglaublich spannend zum Ende wird. Hier in Necrosky ganz leicht schneller gewesen als Sakaya. Da sieht man mal, was allein ein klein bisschen Movement am Ende doch für Zeit rausholen kann. Ja. Und da sehe ich die Erfahrung als Speedrunner für Necrosky. Da die Kontrolle über Mario wahrscheinlich noch ein bisschen. Oh, da verpasst er die Tür und sie sind und der Vorsprung ist wieder weg. Und Sakaya verpasst die Tür und Necro ist wieder ein bisschen vorne. Beide durch die zweite Tür. Jetzt der dritte. Beide jetzt Problem mit der zweiten Tür. So, jetzt einmal kurz durchatmen. Gehen aber beide auf Nummer sicher mit der gesprungenen Tür. Oh, und Necro. Beide mit der Speed Strat mit den 2 kurzen Regrabs. Beide Spins. Geht irgendwer auf die schnelle Strat. Oh, langsame Variante von Necrosky. Ich weiß nicht. Und Necro stirbt! Und das ist. Das könnte der entscheidende Tod sein. Das könnte Game sein. Das dürfte Spiel entscheiden. Jetzt ist die Resno Orange natürlich verantwortlich für alles. Und es sieht gut aus. Ja, nicht die beste RNG. Aber hervorragend gesaved von Sakaya. Und Sakaya holt sich das erste Rennen. Wow. Wow, was für ein Ende. Unfassbar spannend. Ah, ganz bitter für Necrosky. Ganz, ganz bitter. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das lag daran, er hat sich ein bisschen vertan in dem letzten Raum und musste deswegen die langsame Variante auf dem Mole machen. Und ich glaube, das hat ihn einfach rausgebracht. Ja. Uff. Ah, wie unglücklich für Necrosky. Und jetzt auch nochmal der Tod beim Reznor. Ah, da wird er sich ärgern, wenn er das VOD ansieht. Ja, da wird er sich wirklich ärgern. Schön dem Feuerball ausgewichen. Ja. Beide mit einer Sub 30 Zeit. Sub 30 ist absolut Sub richtig, 30, richtig stark. Absolut top. Keine 40 Sekunden auseinander. Auch das ist wieder super, super spannend. Und bis zum letzten Raum im Castle waren sie komplett gleich auf. Ja. Ein Wahnsinnsrennen. Unglaublich. Da wird sich Necro ärgern. Richtig ärgern. Beide 14 Tode. Wie gleich auf. Jeden Fall ein dickes GG an beide. Ja. Großartige Leistung. Und also, da kann man sich ja nur auf das zweite Rennen freuen. Unglaublich. Ich höre gerade, wir haben jetzt Pause bis um 17.40 Uhr. Das heißt, gute 8 Minuten. Uff, ja, da muss man, glaube ich, erstmal durchatmen. Ist, glaube ich, eh ganz gut, dass wir mal ein bisschen durchschnaufen können. Nicht nur die zwei, sondern auch wir. Und ich glaube, die Zuschauer auch. Ja, aber wie du schon sagtest, da kann man sich nur auf das nächste Rennen freuen. Hoffentlich wird es genauso spannend. Aber ansonsten vielleicht ja mal ein kleiner Ausblick. Wir haben es ja schon angekündigt, heute großer Kaizo-Tag hier auf Speed Gaming mit unserem Baby-Kaizo-Turnier. Jetzt gleich noch das zweite Match zwischen Necrosky und Sakaya. Falls dieses Match an Necrosky gehen sollte, müsste es natürlich ein Entscheidungsmatch geben. Ob dieses dann direkt danach kommt oder da ein neuer Termin für gefunden wird, kann ich jetzt gar nicht sagen, um ehrlich zu sein. Das müssten wir dann mit der Regie ausmachen? Ich denke auch, das müssten wir spontan machen. Aber nichtsdestotrotz, danach um 19 Uhr beginnt dann das Match zwischen Rival Gary und Voxic Taste, dem aktuellen Weltrekordhalter. Was denkst du denn zu diesem Rennen? Ich war sehr, sehr überrascht von Gary. Bei seinem Rennen. Er hat meiner Meinung nach große Chancen gehabt, dass er Deaxos mindestens ein Rennen wegnimmt, wenn nicht sogar, dass er das ganze Turnier gewinnt, also das ganze Rennen gewinnt. Ist dann leider im Boss ein paar Mal gestorben. Aber
ich musste ganz klar sagen, die Zeit, die Gary gezeigt hat, wird wahrscheinlich im besten Fall um die 30 Minuten ausfallen. Und Woxic hat einfach eine unfassbare, dominante Leistung gezeigt bei seinem ersten Rennen mit 27:12 waren es, glaube ich, der drittbesten Zeit, die jemals gelaufen wurde. Also da gibt es eigentlich kann man keinen anderen Favoriten sehen wie Woxic, und es würde mich auch schwer wundern, wenn Gary da wirklich ernsthaft dagegen halten kann. So gern ich Gary mag. Vor allem sein Name ist hervorragend. Ja, absolut. Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich glaube, man darf Gary auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das hat er uns gestern eindrucksvoll gezeigt. Aber ja, sollte Woxic halbwegs in seiner normalen Leistung spielen, denke ich auch, dass er das Match holen sollte. Aber wir lassen uns natürlich sehr, sehr gerne überraschen und eines Besseren belehren. Genau, und dann haben wir noch ein weiteres Spiel. Kannst du mir das kurz sagen? Ja, klar. Und zwar um 21 Uhr dann Pyradante gegen Pedro. Genau, da ist natürlich Pyra mit seinem bisher Tabellenführer in der Gruppe D. Er hat auch bisher das einzige Spiel bestritten für die ganze Gruppe. War ein wahnsinnig knappes Match gegen Firox. Vor allem im zweiten Rennen waren die 6 Sekunden bisher das knappeste Rennen im ganzen Turnier. Ja, auch ein unfassbares Rennen. Und Pedro, würde ich sagen, jetzt der Underdog in dem Rennen, hat eine PB von 31,44 angegeben aktuell. Ich glaube, da haben wir eine relativ ähnliche Situation wie im Match davor auch, mit einem schon relativ eindeutigen Favoriten, wo man einfach mal schauen muss, wie da die Tagesform ist, wie vielleicht die Nervosität mitspielt und ob es nicht vielleicht eine absolut positive Überraschung gibt. Ja, natürlich. Also wenn Pyra einen schlechten Tag hat und Pedro seine PB einigermaßen bestätigen kann, dann ist da sicher nichts verloren. Wobei natürlich Pyra als Favorit ins ganze Rennen geht. Definitiv, genau. Aber wir haben auch schon eine PB-Verbesserung von, ich glaube, 1,5 Minuten gesehen. Ja. Das heißt, die Zeiten haben erstmal, die aktuell stehen, gerade die vielleicht um die 30 oder sogar über 30 Minuten, haben, glaube ich, erstmal gar nicht so viel auszusagen. Denn da ist natürlich auch am meisten Potenzial, noch besser zu werden. Was natürlich auch noch ein kleiner Nachteil für Pyra wird sein, dass er bis um 20 Uhr arbeitet und dann ganz schnell nach Hause düsen wird, um es bis 21 Uhr zum Rennen zu schaffen. Da könnte natürlich noch auch da nicht ganz die Form da sein, vor allem nach einem ganzen harten Arbeitstag. Oh, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Also es ist wahrscheinlich die beste Chance für Pedro, dass er Pyra herausfordert. Ich denke auch. Also nach einem harten Tag noch keine Zeit, sich ordentlich einzuspielen, sage ich mal. Und dann mehr oder weniger kalt und nicht aufgewärmt einfach in den Baby Kaizo Run. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Noch als Information zusätzlich, das nächste Match zwischen Rival Gary und Boxic Taste wird kommentiert auch von dir, allerdings ich dann ersetzt durch unseren guten Freund, den Lord Fura Fura. Korrekt, ja. Und anschließend das Spiel zwischen Pyradante und Pedro, da wirst du dann die Kommentatorenkabine verlassen und Fura wird von uns unterstützt. Genau. So ein bisschen gute, der Ablauf. Gute Schichtwechsel dann. Genau, immer im fliegenden Wechsel. Puh. So, wir machen leider keine Umfragen. Wenn wir jetzt mal in die ein bisschen weiter entfernte Zukunft sehen, wie es jetzt aussieht, die Gruppe C wird
wahrscheinlich einen dieser beiden auf Platz 2 oder 3 haben. Also jetzt ist ziemlich sicher sogar einen der zwei auf Platz 2 oder 3 haben. Dann geht der zweite der Gruppe C, der Todesgruppe, muss dann gegen den dritten der Gruppe B spielen. Die Gruppe B wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Sie hat Woxic als natürlich den großen Turnierfavoriten. Aber dahinter sind ein paar Fragezeichen. Siehst du die anderen Gruppen auch als problematisch an, für wenn sie dann auf einen Gruppe C-Spieler treffen? Ich glaube, dass es in jeder Gruppe sehr starke Spieler gibt und auf jeden Fall auch Spieler, die immer für eine Überraschung gut sind. Und in vielen ist es auch noch relativ schwierig zu sagen, wer vielleicht sogar weiterkommt und wer vielleicht noch sein Potenzial erst voll ausschöpft. Da sehe ich gerade unter anderem auch bei uns in Gruppe A ist da auf jeden Fall, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich glaube, ab der K.O.-Runde kann wirklich alles passieren. Ich glaube, jeder, der in die K.O.-Runde kommt, also mindestens Dritter in seiner Gruppe wird, hat das auch absolut verdient. Und ich glaube, dass da auch alles möglich ist. So, und ich glaube, jetzt geht das zweite Match auch schon los. Ja. Aber wir bleiben natürlich jetzt mal in der Gegenwart. Gruppe C. Dieses Gigantenmatch dieser zwei Riesenspieler. Necrosky auch einige Weltrekorde in anderen Kaiserhacks. So, und Shamones und Dr. Brotfahren machen das genau richtig. Wir wollen mal ein bisschen Hype vom Chat sehen. Nach dem spannenden ersten Match hoffen wir mal, dass das zweite genauso spannend wird. Wie immer das erste Level natürlich relativ wichtig. Wobei ich glaube, dass es im zweiten Rennen einfacher ist. Zumindest geht es mir auch beim Proberuns immer so, dass ich beim zweiten Mal sehr viel weniger Probleme damit habe. Und man sieht es auch hier, beide kommen ohne Probleme sehr, sehr schnell durch dieses Level. Und jetzt auch wichtig für Necro, dass er gleich mal seinen Groove findet. Er hat sein Rennen, obwohl er dann wieder aufgeholt hat, hat er aber ganz viel verloren in der ersten Welt. Wenn er da ein bisschen seine Nervosität ablegen hätte können, dann wäre das ganze Rennen nie so spannend geworden. Aber so bisher beide tadellos. Necro wieder mit dieser minimalen Führung, die wir jetzt schon öfter gesehen haben, wenn beide gleich auf sind. Das Necro ganz leicht. Es wirkt so, dass Necrosky einfach... Oh! Okay, Tode zählt da jetzt nicht zu, aber ich wollte gerade sagen, es wirkt so, dass er einfach in seinen Bewegungen, seinen Strategien hier und da überall immer mal so einen Bruchteil einer Sekunde rausholt und insgesamt ein bisschen schneller ist. Ja. So konnte er, glaube ich, auch im letzten Rennen über diese lange Zeit immer stetig ein bisschen Boden gut machen. Und da spiegelt sich die Erfahrung auch wieder. Sakaya noch gar nicht so lang in der Kaiserszene drin. Erst seit 5 Monaten dabei. Stimmt, sehr, sehr neu eigentlich noch. Necro schon fast 1,5 Jahre. Da ist natürlich dann auch die Erfahrung als Speedrunner wichtig, vor allem was Sprünge angeht, was so Mikro-Kontrollen von Mario verbessern. Was die da angeht. Da hat Necro den kleinen Vorteil, aber Sakaya hat hier natürlich den Vorteil, dass er nicht geschwommen ist. Ja, absolut, vollkommen richtig. Ah, Sakaya ganz knapp noch die Plattform erwischt. Und bisher legt Sakaya genauso los wie im ersten Rennen, wie die Feuerwehr. Gibt sich gar keine Blöße. Und kommt hier auf die Pipe. Ein bisschen gewartet und komplett auf Nummer sicher gegangen für die Pipe, um genau mittig darunter zu sein. Aber vielleicht nicht ganz verkehrt.
hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Da er sich dadurch dann auch die zweite Chance genommen hätte, falls er sie gebraucht hätte. Und wieder diese Sakaya-Strat. Oh, schon wieder Necro. Die Abhype im ersten Geisterhaus. Es ist sein Nemesis. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt muss er wieder hinterherlaufen. Und jetzt ist die Frage, gibt sich Sakaya zweimal die Blöße, dass er Necro wieder ins Rennen lässt? Und jetzt kommt Necro aber durch. Während Sakaya höchstwahrscheinlich durchs Rope-Level nur so fliegen wird. Ja, Rope-Level typischerweise ein Level, in dem man nicht stirbt. Kommt vor, haben wir glaube ich auch schon in den Races gesehen. Ja. Aber typischerweise eines der einfachsten Level. Das ist jetzt. Und für den Weltrang des vierten, wie es Sakaya nun mal ist, sollte das eigentlich nicht der Stolperstein sein. Aber ja, in einem Rennsetting ist einfach alles anders. Immer. Kann jetzt ganz schnell mal passieren. Da gibt es auch mal einen kleinen Fluch der Kommentatoren. Hat es heute auch noch fast gar nicht gegeben. Wobei der Fuhrer ja erst im zweiten Race dabei ist. Jetzt war ich natürlich kurz gedacht, Necro läuft in die Serie rein beim Checkpoint. Oh, der Fuhrer gibt auch gerade zu, dass er in seinem Race zum Beispiel in Ropes gestorben ist. Ja, kann passieren. Kann in jedem Level passieren und gerade in einem Race-Szenario sind glaube ich die Nerven nochmal so anders. Necro mit dem ganz schnellen Sprung von der Rope weg. Ganz gefährlich, dass man da in der Mannschaft trifft. Aber ja, Sakaya jetzt ziemlich genau ein Level vorn. Ein bisschen früher gefühlt, meiner Meinung nach, als im ersten. Im ersten Rennen hatten wir auch zwischendurch genau diesen Punkt mit dem Ein-Level-Unterschied, aber ich glaube, das hatte sich erst so in der zweiten Welt manifestiert. Ja, im ersten Rennen hat Necrosky im Geisterhaus, hatte auch gleich zwei oder drei Tode. Hier Sakaya mit einem schönen Backup bei der Feuerpflanze. Da hat er nicht mit gerechnet, dass diese da gerade aktiv ist. Auf die Speed-Strat zu gehen. Dass er die Geschwindigkeit mitnimmt von der Slope. Auch eine Taktik, die ich mir nicht abgewöhnen kann. Und ich glaube, die werde ich auch in den Races mindestens einmal versuchen. Schnell da zwischen dem Kaiserblock und dem Mancha herzukommen. Und wenn es die Slope-Geschwindigkeit mitgibt, dann sieht es auch enorm cool aus. Absolut. Und es spart doch schon einiges an Zeit. Ja. Oh, Necro wartet auch nicht auf den Chuck, bis er vom Bildrand weg ist. Necro geht aber auf die Sicherheit. Sakaya! Ist denn das nicht im letzten Rennen auch passiert an der Säge oder war das ein Necrosky? Das war Necrosky. Sakaya war lange deathless. Ah, stimmt, richtig. Dann beide jetzt an der. Und war der Message-Block, das wäre auch ein bisschen interessant. Auch sehr interessante Variante. Die meisten Leute springen ja dann eigentlich hoch und pausieren das Spiel. Ja. So, und jetzt die RNG-Manipulation und Necrosky ist wieder deutlich näher dran. Die Statue meint es gut mit ihm. Jetzt nur noch dieser Sägensprung und ja. Absolut, da hat er wieder einiges gut gemacht, Necrosky. Sind schon wieder sehr nahe beieinander. Und das, obwohl Sakaya fast keine Fehler macht hier. Ich bin heillos begeistert von den zwei. Absolut, ja. Wir zeigen hier wieder ein ganz, ganz grandioses Baby Kaiser. Oh, Necrosky Swag. Ich sehe vor allem noch enorm viel Potenzial auch bei Necrosky.
also er ist wirklich in vielen Leveln unglaublich schnell. Immer diese kleinen Zehntelsekunden, die er schneller ist. Würde er grundsätzlich weniger Fehler machen, hätte er eine absolut fantastische PB, glaube ich. Ja. Aber das war auch zu erwarten von dem mehrfachen Weltrekordhalter. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ist es The Joy of Kaizo. Es dürften noch zwei, drei andere sein. Da darf mich der Chat gern berichtigen. Ja, da ist dann natürlich eine enorme Menge an Speedrun-Erfahrung schon vorhanden. Und Speedrun ist grundsätzlich schon mal nochmal ganz anders als, ich sag mal, in Anführungsstrichen simples Durchspielen von Hacks. Ja. Da merkt man schon einen qualitativen Unterschied. Ja. Necro hier mit einer wackeligen Wolke durch die Manche durch. Mit ein paar kleinen Anpassungen in seiner Richtung. Da wird er jetzt durchgeschnauft haben, dass er durchkommt. Finde ich auch sehr schwierig. Wenn ich die Wolke nicht so erwische, wie ich das normalerweise gewohnt bin, tue ich mich da auch ganz schwer, das nochmal kontrolliert irgendwie umzustellen. Aber beide wieder fast gleich auf. Es ist super spannend wieder. Absolut. Mir stockt immer der Atem, wenn ich da bei der Wolke bin und mir denke, oh, ich bin nicht ganz so da, wo ich hin will. So, Sakaya. Diesmal ist die Geschwindigkeit da, die er braucht. Und er wird natürlich die nach ihm benannte Strat wieder durchziehen. Auch Necrosky mit genug Speed. Finde ich übrigens eine schöne Sache. Ich hätte auch gerne eine Strat, die nach mir benannt ist. Und leichte Probleme hinten, aber ganz minimaler Zeitverlust. Ganz kleiner Zeitverlust. Ich glaube, Necrosky zumindest hat es. Und bitter, da haben wir schon wieder der zweite Fallballtod in diesen beiden Races. Aber beide Male für Necrosky. Letztes Mal war Sakaya im letzten Rennen. War Sakaya? Da hatte er erst den guten Save mit den Turnblocks und ist danach dann trotzdem an der Mannschaft gestorben. Ja, stimmt. Bitter. Ja, dann nennen wir uns mal ausgleichende Gerechtigkeit. Necro nicht mit der Sakaya Strat. Nicht mit der Strat. Hat auch nicht so gewirkt, als wäre sie gewollt. Nee, tatsächlich nicht. Es war bis zur Wand, aber dann sah es doch aus, als ob er normal durchgeklippt wäre einfach. Jetzt aber Nightmare Forest, mal gucken, was der Boo-Ring und vor allem der Fishing Boo machen, die ja auch immer mal zu Problemen führen können. Da hatte Sakaya auch schon gestern ein paar Probleme mit den Bohnen. Dass er auf die Plattform hochkommt. Die Bohnen will man natürlich nicht so weit links treffen. Oh, und der Fishing Boo! Ganz am Ende auch noch. Das ist natürlich ganz bitter. Da möchte man nicht mehr sterben. So Fishing Boo says no. Und schon ist es. Und gleich noch direkt das zweite Mal. Damit ist es direkt wieder super spannend. Das ist nicht mal ein halbes Level. Jetzt wieder Unterschied zwischen den beiden. Das ist das Thema des ganzen Rennen. Sakaya lädt Necrosky ein, dass er wieder aufholt. Und dann sagt Necro, hey, danke, aber bleib doch vorn. So, jetzt aber durch. Das war, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass er das jetzt in diesem Versuch schafft. Und Necro kommt beim ersten Versuch wunderbar durch und hat damit super viel Zeit gut gemacht. Jetzt haben wir nur noch ungefähr 10 Sekunden Unterschied. Die Zeit vom Erreichen des Ziels bis zum schwarzen Bildschirm sind ungefähr 10 Sekunden. Also wir haben wieder ein wahnsinnig enges Rennen. Oh, unser Kaya! Das ist super bitter und kostet richtig viel Zeit. Oh, was? Und jetzt glaube ich zum ersten Mal im ganzen Match Necro mit der Führung. Tatsächlich, stimmt. Auch im vorigen Race war Necro zwar ganz am Ende gleich auf, aber nicht einmal wirklich in Führung. Ja. Jetzt das erste Mal. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was er darauf macht. Jetzt aber auch Sakaya durch. Das heißt, es ist immer noch unfassbar knapp. Ja, Fura, ich war derselben Meinung. Ich habe mir nie gedacht, dass so ein Turnier so unfassbare Spannung hervorbringen kann. Und wir hatten Necro, das wird, glaube ich, nicht mehr reichen. Ich würde es gar nicht probieren, um ehrlich zu sein. Nee, ich auch nicht.
Nein. Und jetzt ist endgültig vorbei. Oh, den hätte ich schon früher aufgegeben, den Versuch an seiner Stelle. Ah. Und jetzt ist natürlich Zakaria wieder vorne. Aber wird ihm die Entscheidung wehtun, dass er da nicht früher den Versuch aufgegeben hat? Das war eine schwere Entscheidung. Es wäre sehr, sehr knapp geworden, glaube ich. Aber immer noch beide auch sehr, sehr nah beieinander. Zakaria zwar wieder in Führung, aber das kann sich durch den nächsten Tod schon wieder entscheiden. Oder andersrum natürlich den Vorsprung ausbauen für Zakaria. Beide ganz... Ja, sieht gut aus für beide. Zakaria kurz mal den Sprungknopf vergessen. Aber er kommt durch. Necro. Die Sonne. Ich hab's nicht gesehen. War das wieder bei dem letzten Poki, wo er nicht gesprungen ist? Ach, nicht Poki, eher beim Spiny. Beim Spiny, ja. Da kann es passieren, dass man da ein bisschen zu früh auf den Sprungknopf drückt. Ja, ich glaube fast, das hat er im ersten Rennen nämlich auch gemacht. Ich glaube, das macht er bewusst, weil er durch die Sonne oben später spawnt. Ah, das kann natürlich sein. Ist allerdings nur eine Vermutung. Wenn das mir passiert ist, nicht weil ich das will, sondern weil ich einfach zu früh springen gedrückt. Ja, das kann schon mal gerne passieren. Oh. Da ist jetzt auf einmal Necrosky wieder in Führung durch den Tod von Zakaria. Und Zakaria direkt nochmal. Sehen wir zum ersten Mal vielleicht ein drittes Rennen. Ich will es nicht jinxen, aber Zakaria gleich nochmal. Oh, ich glaube, das sind jetzt die Nerven. Also das sind tatsächlich aber auch Stellen, an denen man eigentlich nicht stirbt. Ja. Sprung mitten in die Spikes rein, das ohne jegliche Fremdeinwirkung. Ja, genau. Necro kommt durch den Boss durch, während Zakaria jetzt mit dem Boss erst anfängt. Mal gucken, ob er diesmal die ordentliche RNG-Manipulation hat und den Boss dafür schnell hinkriegt. Ja, es sieht danach aus, dass er das gute Pattern erwischt hat. Ja. Ja, und jetzt sollte es auch kein Problem sein, ja. Aber jetzt kommt natürlich die berüchtigte dritte Welt. Baby Shells, Zakaria gerade sehr, sehr viele Probleme gemacht. Ja. Mal gucken, wie Necrosky sich jetzt, wo er in Führung ist, schlägt. Und es ist immer diese Backward Shell Jump, ja, sicher, ganz sicher gemeistert. Und er geht durchs Level durch. Und ist jetzt fast ein Level in Führung. So schnell kann das gehen. Das sieht echt momentan gar nicht schlecht aus. Und wieder unglaublich spannend. Ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass sich da noch einiges tun wird in diesem Rennen. Wir sind ja gerade mal etwas mehr als die Hälfte durch. Da sind noch viele Level, die zu schaffen sind. Necro ganz knapp am Anschau vorbei. Sehr interessantes Strat hier. Und diesmal auch mit dem Regrab. Und vergisst kurz den Checkpoint. Es wäre natürlich ein Swag-Move gewesen, wenn er den Checkpoint einfach weggelassen hätte. Aber in so einem Rennen, wo es um wenige Sekunden geht, will man das natürlich nicht machen. Nein, das denke ich auch. So, Zakaria aber auch die Shelljumps dieses Mal mit Bravour bestanden. Lakritzheld will eine Sammelklage durchführen. Sollten wir alle ein Herzinfarkt kriegen, wenn die zwei weiter so spielen? Ich werde mich anschließen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Rennen ist kaum zu toppen. Die letzten die letzten drei Level des ersten Rennens. Aber ich bin gespannt, was hier noch passiert. Das ist weiterhin unglaublich knapp. Ja. Jetzt nach dieser Aussage hoffe ich sogar auf den Commentators Curse. Und dass wir noch ein spannenderes Rennen haben. Aber bisher hält Necro die Führung, hatte auch im letzten Rennen in der dritten Welt wenig Probleme. Und das. Und jetzt. Auch wunderschön mit der Speedstrat. Ja, kommt durch. Und er fliegt. Das passiert selten. Zu viel Speed auf der Treppe. Kostet glücklicherweise nicht ganz so viel Zeit. Aber Zakaria. Ah, Necro! Time falsch! Und Zakaria auch! Ihr macht mich fertig.
Sakaya nicht gut durch den Buhring gekommen für die Speedstrut. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen mit der Position, mit der Lücke des Buhrings vertan. Und jetzt der Shell. Nochmal der Shell. Das wirkt mir. Das ist unglaubliche Nerven in diesem Turnier, muss man sagen. Und mir fällt es bei Sakaya jetzt schon des Öfteren auf, er stirbt meistens mehrfach. Da gibt es nicht einen Tod in einem Level, sondern es gibt dann gleich zwei, drei hintereinander. Ja, das stimmt. Und dann für gewöhnlich auch sogar an Stellen, die... Ja, und er fällt wieder runter. Oh, das kostet jetzt gerade richtig Zeit. Das könnte schon das zweite Rennen bedeuten. Vor allem in so einem langsamen Level. Das ist gleich doppelt bitter. Und es kommen auch meiner Meinung nach immer weniger Level, die sich anbieten für so einen Deathloop. Ah, und jetzt kommt er zumindest zum Checkpoint. Während Necro eigentlich weiter cruist. Naja, mal gucken, wie es jetzt mit den letzten zwei Räumen ist. Diese gelben Pipes, die mir in letzter Zeit ziemlich viele Probleme machen, komischerweise. Und jetzt mal gucken, das Timing. Oh, er wollte den... sehr, sehr schwierig, den richtig einzuschätzen. In so einem Moment wäre es für Necrosky natürlich von riesigem Vorteil, wenn er wüsste, er ist vorne. Ja, genau, dann hätte er es natürlich niemals versucht, glaube ich. Das wäre ein Argument dafür, dass man sich sagen lässt, wie sieht es aus, wie sieht es beim Gegner aus. Ich bin dagegen, dass man das Bild ansieht, das ist zu ableckend, aber dass man seinem Chat sagt, hey, gib mir Bescheid. Weil dann gehe ich nicht auf diese Speedstrat. Und diese Speedstrat ist extrem gefährlich. Ja, richtig. Aber Necrosky weiß natürlich, dass er das erste Spiel verloren hat. Ich weiß nicht, wie er seine Leistung jetzt gerade in diesem Rennen einschätzt, aber er muss natürlich bei Sakaya immer davon ausgehen, dass er sein Bestes geben muss, dass er vielleicht zurückliegt und die besten und schnellsten Strats machen muss. Deswegen kann ich die Entscheidung schon verstehen. Absolut, aber das basiert natürlich auf Unwissen. Sakaya sehen wir die langsamere, in Anführungszeichen, Strat. Dafür natürlich die klar sicherere. Aber Necro ist immer noch Level vorn. Kommt auch locker mit Yoshi. Das ist immer noch ein sehr gutes Polster auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, beide sind ungefähr auf demselben Niveau von vorher. Zeitlich gesehen. Die letzte Welt dauert zwischen 7 und 8 Minuten, Sakaya! Oh nein! Die Shelljumps sind heute absolut nicht das Seine. Und Necro kommt durch die Disco-Shells durch und ist jetzt sogar mehr wie ein Level in Front. Sakaya verschenkt auch ein bisschen Zeit bei diesem Sprung mit Yoshi. Da kann man sich auch fallen lassen. Zum Checkpoint. Ja, und auch der Shell gerade war ein bisschen knapp tatsächlich. Ja. Nicht seine Freunde heute, die Shells. Während Necro im Castle schön durchgeht. Sehr schön durchgekommen. Ja, Sakaya hat das erste Match gewonnen für Ox. Der Kritz hält mit dem netten Kommentar, Shells am Spielen ja bei SMW fast keine Rolle. Im Original Vanilla SMW spielen sie auch wirklich fast keine Rolle. Ich glaube, da haben nur die 11 Exit Weltrekorde in einem Level drin. Ja, genau. Im zweiten Level direkt. Ja. Hast du schon mal einen Mid-Air-Shell-Jump gemacht? Ich habe einmal einen aus Versehen geschafft, tatsächlich. Aus Versehen? Wie macht man das denn aus Versehen? Ja, es gab eine Stelle, ich musste kurz einmal links, rechts zurückweichen, weil ich sonst zu nah an der Wand gewesen wäre und dann wurde daraus auf einmal ein Mid-Air-Shell-Jump. Ja, ich habe tatsächlich noch nie einen gemacht. Und ich bin seit bald 3 Jahren dabei. Aber den habe ich noch nie hingekriegt. Aber zurück zum Spiel. Sakaya jetzt im Castle. Während Necro bereits den ersten Checkpoint im Maulwurf-Level hinter sich gebracht hat.
Necro auch bis auf die Speedstrat gerade beim Chuck absolut solide gerade. Seit er jetzt zu der Führung gekommen ist, sage ich mal, spielt er absolut gut. Ja. Sakaya schön mit der ganz schnellen Strat beim Bowling Chain. Die kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Aber vielleicht weiß er, dass er jetzt hinten liegt. Er kann es sich mit Sicherheit vorstellen. Ich glaube, bei der Anzahl der Fehler muss er damit rechnen eigentlich. Ja. Und es wirkt mir auch so, dass er jetzt ein bisschen risikoreicher wird. Die Sprünge jetzt waren schon sehr, sehr eng alle. Da ist natürlich die Frage, hilft es ihm am Ende oder verliert er dadurch vielleicht sogar noch mehr Zeit, indem er irgendwo stirbt? Ja, das sind immer die Abwägungen. Gehe ich auf Risiko, gehe ich auf Sicherheit? Oh, Necro die Uphype in dem langsamsten Level. Ärgerlich. Und wir haben es im ersten Rennen noch erwähnt, wie ärgerlich dieser Tod ist. Der kostet so viel Zeit. Aber auch für mich eine Uphype, wo ich jedes Mal Sorge habe und die Finger kreuze, dass sie doch bitte funktionieren mag. Ja. Ich gehe da immer auf extra sicher und platziere mich direkt ganz gerade unter der Plattform, um dann nur noch hochzudrücken und zu springen. Das ist mir aufgefallen, du läufst noch ein bisschen auf dieser fallenden Plattform, ne? Das ist mir tatsächlich vom Spiel bei dir direkt aufgefallen. Weil ich die Sorge habe, dass ich da nicht reinkomme. Und deswegen kurz, dass ich stehe auf der Plattform und dann einfach nur gerade hoch. Dann kann nichts passieren. Ich habe es im Training einmal probiert, für nicht gut befunden. Also für mich. So, jetzt aber beide durch und wir haben genau ein Level Vorsprung. Und jetzt Necro, in diesem Level ist er vorher auch schon gestorben. Der zweite Teil des Levels hat einen ganz, ganz schwierigen Sprung, der gefährlich werden kann. Also dieses eine Level Vorsprung beschreibt auch ein bisschen das komplette Match bisher. Das ist eigentlich das Maximum, das irgendeiner der beiden Spieler bisher einen Vorsprung hatte. Und das finde ich ist absolut enorm. Dass beide das ganze Spiel lang so nah beieinander sind. Ja. Necro kommt durch. Und wenn es mal ein bisschen mehr wie ein Level ist, dann macht sich der entführend liegende Spieler gleich an die Sache und stirbt ein, zweimal. Dass die Führung gleich wieder spannend wird. Beide durch, fast zeitgleich durch die beiden Level. Sakaya hat gar keine Probleme mit Unhealthy Cola. Aber man sieht, Sakaya hat, obwohl er doppelt so viele Tode hat wie Necro, dann merkt man, wie ein Tod in Unhealthy Cola, wie der reinschlägt in so eine Zeit. Ja, es gibt einen riesen Unterschied bei den Toden tatsächlich. Die Zahl ist da wirklich gar nicht mal so wichtig. Ja. Und Necro geht durch den Autoscroller. Sakaya, mir hätten jetzt leicht Sorgen gemacht, wie er da zum Checkpoint hochgeschwommen ist. Und jetzt, Sakaya mit der etwas anderen Strat. Manche springen direkt durchs Wasser durch. Er bleibt kurz im Wasser und springt dann aus dem Wasser. Ich bin auch ein Freund darin, einmal kurz im Wasser zu bleiben und nicht direkt rauszuspringen. Ja, ich versuche mittlerweile direkt rauszuspringen, weil mir das anders schwerer fällt, weil ich nie genau weiß, ob ich jetzt vielleicht nicht doch zufällig rausspringe oder nicht. Ich glaube, wenn man sich angewöhnt hat, ist das auch einfach, tatsächlich direkt rauszuspringen. Und Necro mit ganz, ganz engen Sprüngen. Fantastischer P-Run. Richtig, richtig schnell da durchgekommen. Ja. Alter Schwede. Auch eines meiner persönlichen Lieblingslevel, weil gerade in der zweiten Hälfte kann man ja eigentlich nur optimieren, indem man versucht, Frame für Frame dort rauszuholen. Super gemacht von Necro. Sakaya währenddessen mit dem leichten Swag-Jump auf den Drachen. Als würde er sagen: Oh, Necro verpasst den Sprung! Oh. Da sieht man den Grund, warum man den Block werfen sollte und nicht da hochspringt. Naja, da würden wir jetzt alle, die da hochspringen, widersprechen. Da und jetzt da der Wurf und es ist ganz sicher bei Necro. Sehe mich bestätigt. Kann ich ja mal einen kleinen Sprung aus dem Chat haben?
Sakaya jetzt im P-Run geht da ziemlich sicher durch. Ja, auch ein sehr, sehr gutes Level. Und Necro aber auch. Bleibt der Levelvorsprung, das Levelvorsprung? Wow. Fura Team springen, ja. Und Fura ist einer, der sehr spät gewechselt ist tatsächlich. Also wenn es einer wissen muss. So, Necro im Schloss. Jetzt muss Sakaya hoffen. Necro braucht wahrscheinlich hier zwei Tode, damit Sakaya nochmal aufholen kann. Ein Tod wird nicht reichen. Vor allem auch späte Tode in einem der ersten Räume. Aber Necro gibt ihm bisher nicht die. Gibt sich nicht die Blöße. Oh, der geht auf die Speedstretch! Und jetzt kommt er auch durch. Und jetzt muss Sakaya auf ein Reznor-Wunder hoffen. Die RNG-Götter, sind sie bei ihm? Ja, ein anderes Wort als Wunder kann ich da glaube ich auch nicht. Ja. Und die Reznors haben es ihm schwer gemacht. Aber er kommt durch. War er nicht günstig, aber gut gemacht beim ersten Versuch. Ungefähr gleiche Zeit wie im ersten Rennen. Sehr, sehr konstant auf jeden Fall. Und wir gehen in ein Game 3. Das erste Mal in diesem Turnier, unfassbar. Und wenn ich es vorher richtig gelesen habe, war die Bitte an das Match danach, dass sie bitte warten auf dieses Match. Aber das sollte auch von der Zeit her eigentlich kein Problem sein. Während Sakaya jetzt nochmal gestorben ist im letzten Raum. Sakaya, muss ich sagen, bin ich leicht enttäuscht. Zeiten über 30 Minuten sind wir nicht gewohnt von ihm. Nein, absolut nicht. Also ich glaube sowohl erstes als auch zweites Rennen ist er, glaube ich, nicht zufrieden mit den Zeiten. Ja. Da muss man eigentlich mehr erwarten vom Weltranglistenvierten. Vor allem bei seiner PB von 27,30, die absolute Weltklasse ist. So, jetzt auch noch den Resonance. Auf speedrun.com gibt es nur drei Leute, die besser sind. Insgesamt sind es dann, glaube ich, vier mit. Das war ein ganz unnütziger letzter Fireball. Den kann man fast nicht ausweichen. Wow. Sehr schön. Reznor. Aber lieber jetzt das ganze Pech im schon verlorenen Run aufbrauchen, damit man dann jetzt nochmal Kraft tankt und dann die Reznors vielleicht ein bisschen lieber sind zu einem. Okay. Das war wieder spannend. Unglaublich. Wieder nur knappe Minute, anderthalb diesmal auseinander. Großes GG an beide für noch ein großartiges Rennen. Okay, ich sehe, Necro hat keine Zeit für ein drittes Rennen. Ach, sehr schade. Sehr, sehr schade. Das heißt, wir werden das Interview jetzt dann gleich führen. Das wird ein spannendes Interview. Oh ja, da bin ich unfassbar gespannt. Ohne Sieger. Es ist natürlich leider. Nimmt mir jetzt die ganze Spannung. Aber okay. Ja, das ist ein bisschen schade tatsächlich, dass wir jetzt keinen Gewinner in dem Sinne sehen. Aber sehen wir es mal anders. Wir dürfen uns auf ein absolutes Top-Match noch freuen, das kommen wird. Und richtig, dann noch kein Best of Three, sondern einmal reingehen ins Match und wer gewinnt, hat das Match gewonnen. Hallo! Grüße! Hallo Necro, hallo Sakaya! Moin moin! Ja, erstmal GG Sakaya. Geil, das Rennen. Ja, ein fettes GG, Mann. Es ist ja noch gar nicht fertig. Nee. Ihr habt euch ein unfassbares Match geliefert. Ist euch das eigentlich bewusst? Ich habe gesehen, dass es beim ersten Mal wohl sauknapp gewesen sein muss, weil der Time von Sakaya reinkam, kurz nachdem ich im letzten Raum gestorben bin. Baby's First P-Run war komplett synchron. Also sowas Synchrones habe ich, glaube ich, nur in einem Rennen gesehen, als hätten wir aus Versehen zweimal den gleichen Videofeed genommen. Nice. Ja. Bis zum letzten Raum im Schloss wart ihr komplett gleich auf. Und wir haben schon spekuliert, ob wir das erste Unentschieden sehen.
Und dann dieser ganz, ganz bittere Tod von Necro. Was hast du dabei gedacht? Ja, das war's. Also, ich weiß ja, was Zakaria für Zeiten laufen kann. Und auch was für Zeiten er im Match gegen dich schon gemacht hat. Mhm. Und dachte mir, okay, wenn er jetzt noch nicht getimed hat, mit dem Tod ist es vorbei. War ich mir ziemlich sicher. Waren halt einige sehr teure Tode in beiden Runs drin. Ja. Das heißt, du hast auch keinerlei Ahnung gehabt, wie es bei Zakaria aussieht? Null. Null. Das haben wir jetzt auch schon im zweiten Rennen, hatten wir das schon in Idee. Nachdem du beim Chuck-Level auf die ganz schnelle Strat gegangen bist? Ja, da habe ich mich auch ein bisschen selber verflucht, dass ich nicht die paar Sekunden warten konnte. Und da war unsere Meinung gleich, wenn du gewusst hättest, dass du, und zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, fast 2 Level in Front, wenn du das gewusst hättest, dann wärst du erst gar nicht draufgegangen. Hätte ich niemals gemacht. Ist das vielleicht eine Idee, dass du das nächste Mal umdenkst, dass du dir zumindest sagen lässt, wie es aussieht? Es ist eine Überlegung wert. Auf der anderen Seite kann ich mich so halt auch voll auf mein Spiel konzentrieren. Mhm. Und häufig kriege ich diesen Football zum Beispiel. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, den Regrab-Button zu lange gehalten. Ach. Du bist gleich auf dem ersten Football gegangen? Ja, ja. Ja, genau. Ja. Teilweise, also wenn er nicht sofort kommt, ist das halt eine Option. Ja, also Kaya, erstes Rennen, du warst richtig, richtig lang deathless, bis weit in die zweite Welt hinein. Dann hat dich die dritte Welt eigentlich in beiden Rennen hat dich nicht so gemocht. Na, die hat mich richtig zerlegt diesmal. Das erste war eigentlich eh ziemlich akzeptabel, muss ich sagen. Also ich war zufrieden, aber das zweite, keine Ahnung, da ist gerade gar nichts gegangen bei mir irgendwie. Und uns ist auch beiden... Entschuldigung. Ich würde auch sagen, die Shelljams werden, glaube ich, keine Freunde heute mehr von dir. Oder waren keine Freunde von dir. Nein. Tatsächlich auch nicht nur in dem Shelljump-Level, sondern in meinen Races hat man es immer mal wieder gesehen, dass da irgendwie so das Timing mal nicht so 100% gepasst hat. Ja, ich lasse die Zeit, was einfach viel zu früh los, die Shell, und dann passiert eine Katastrophe, ne? Es ist schrecklich zeitweise. Entweder geht's sofort oder gar nicht. Und was uns gestern, also was mir, nachdem ich unser Match gestern angesehen habe und was mir heute auch aufgefallen ist, bei dir kommt es oft vor, dass du nicht nur einmal stirbst. Also wenn du stirbst, dann kommt gleich der zweite hinterher. Ja, das stimmt. Das ist, weil ich mich sofort ärgere über den ersten Tod und stirb halt, während ich mich ärgere, gleich noch ein zweites Mal meistens. Die Nerven. Hast du vielleicht eine Idee, kurz durchzuschnaufen, dann verliert man vielleicht eine Sekunde, aber dann nochmal sich neu zu sammeln und sich dann nicht mehr weiter zu ärgern? Ja, auf jeden Fall, das nehme ich mir auch immer vor. Das ist nicht so. Aber es muss halt dann raus in dem Moment, leider. Ich bin persönlich Entschuldigung, Grittwetter. Nein, ich wollte nur sagen, ich mag behaupten, dass es sich schon ein bisschen gebessert hat. Und ich persönlich bin ja kein Stück besser. Wenn ich in der vierten Welt bin, rege ich mich noch über den Tod im ersten Level, in der ersten Welt auf. Exakt. Ne? Das lässt einen nicht los. Aber natürlich könnte man da noch nachdenken. Necro, wie zufrieden bist du mit deinen Zeiten? Sie sind okay. Also beim ersten Rennen habe ich definitiv mal wieder gemerkt, ich bin, sobald ich ein Live-Race spiele, super aufgeregt. Ich glaube, so oft wie heute habe ich die Up-Pipe in Baby's Nightmare noch nicht verfehlt. Oh ja, das war auch sehr, sehr ärgerlich. Gerade im ersten Rennen haut man die Nervosität ein, da hat man sie dir angesehen. Gleich im ersten Level, glaube ich, der zweite Sprung war gleich ein Tod. Ja, das ist halt reine Nervensache in dem Moment. Dafür sind die Zeiten okay. Ich hoffe, dass im Laufe des Turniers noch ein bisschen was Besseres kommt. Was denkt ihr jetzt vielleicht über das letzte Match? Ihr müsst jetzt natürlich einen neuen Termin finden für das eine entscheidende Match, wo ihr euch natürlich nicht erst ein Rennen Zeit habt, um euch warm zu spielen oder irgendwas. Was denkt ihr darüber? Also ich bin heiß. Ich habe richtig Bock auf das dritte Rennen. Also hat Bock gemacht und ich habe nicht erwartet, dass wir doch so eng beieinander sind, beide Rennen.
Ja, es war ein Hin und Her. Im ersten Rennen war es ein Hin und Her, ununterbrochen. Ihr habt uns komplett fertig gemacht. Ich glaube, das Maximum war ein Level Unterschied in beiden Races, die irgendjemand mal Vorsprung hatte. Also das war wirklich eine Stunde lang nur Spannung. Haben wir den Zuschauern ja was geboten. Ja, exactly. Der Check hat schon erwogen, ob sie nicht eine Sammelklage gegen euch erheben für die ganzen Herzinfarkte, die ihr verursacht. Eine Necro, bitte. Ja, super. Ja, dann können die Leute sich ja schon auf was gefasst machen, wenn wir unser drittes Rennen machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf. Ja, möglich ist es natürlich, um das zu gucken. Ja, das wird wahrscheinlich nochmal ganz spannend, scheinbar. Ja, dann, falls du keine Fragen mehr hast, Kami? Nee, ich glaube, ich habe meine Notizen durch. Würde ich euch entlassen. Wir freuen uns auf euer drittes Match. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch dann gleich um 19 Uhr sehen beim Match zwischen Rivale Gary und unserem Weltrekordhalter Woxig. Als kleiner Hinweis dafür aber, ich glaube, auf Speed Gaming Deutsch 1 wird das Ganze stattfinden und nicht mehr auf diesem Stream. Ja. Für den Chat bitte wechseln. Genau, sobald es da live geht oder falls es ja jetzt gerade schon live ist, einfach mal rüberwechseln und dann geht es ab 19 Uhr mit dem nächsten Match weiter. Genau, jetzt haben wir kurz Zeit. Kurzen Happen, mal aufs Klo gehen und dann starten wir weiter mit mir und Lord Fura Fura. Kami, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke an die beiden Renner. War ein super Rennen und danke an dich, Chelbert. Danke fürs Kommentieren. Ne? Genau, auf jeden Fall nochmal danke an euch beide. Gut, dann sehen wir uns in ungefähr einer halben Stunde. Bis gleich. Bis dahin. Tschüss gut, Baba.